Das Wort hat für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Dr. Frank Prodel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlichen Dank, Herr Buchholz, dass Sie eingesprungen sind. Haben Sie herzlichen Dank für den ausführlichen Bericht. Sie haben es erwähnt, ja, es gab Kritik und Beschwerden von Schülern, so stand es in der Zeitung, jetzt stellt sich heraus, es war nur ein Schüler aus Flintbek. An dessen Schule hatte der Kieler Verein ODSC ein Drogenpräventionsprojekt durchgeführt, das den Titel Partyprojekt trägt. Und nach Auskunft des Schülers, Lehrkräfte waren laut Presse nicht anwesend, sind dort folgende Sätze gefallen. Nimm keine Drogen, wenn du schlecht drauf bist. Besorge dir dein Dope nur bei guten Bekannten oder im Coffeeshop. Minimiere das Risiko eines Strafverfahrens, indem du nur geringe Mengen besitzt. Ja, wenn Eltern hören, dass in der Schule das Thema Drogenprävention ansteht, denken viele von ihnen natürlich an ein Anti-Drogen-Projekt, etwa wie dem von Keine Macht den Drogen. Oder sie denken an die Sportler, die als Vorbild für diese Kampagne arbeiten und deren Botschaft ist stets eindeutig, nämlich Drogenkonsum ist gesundheitsschädlich, Drogenkonsum kann juristische Folgen haben und vor allem, du brauchst überhaupt gar keine Drogen. Die Intention ist, dass Jugendliche den Verharmlosungsstrategien von Drogenanbietern ein klares Nein entgegensetzen können. Der Ansatz, den das Partyprojekt verfolgt, ist jedoch ein vollkommen anderer. Und lassen Sie mich das mal gegenüberstellen. Bisher hieß es, oder allgemein heißt es, Schüler aufklären, warnen, stärken und sie dadurch resistent machen. Das Partyprojekt hingegen informiert über Partydrogen akzeptanzorientiert und der Konsum von Drogen selbst wird dabei nicht bewertet. Das widerspricht dem Ansatz vollkommen. Und was das nach sich zieht, kann man dann eben auch auf der Internetseite des Vereins unter Safer Use Regeln nachlesen. Und bevor ich zitiere, natürlich lesen die Schüler, ich weiß, dass die Seite sich nicht direkt an Schüler richtet, sondern an Volljährige, aber selbstverständlich lesen die Schüler nachmittags die Seiten von den Leuten, die sie morgens in der Schule besucht haben. Hören Sie da erstmal zu. Wahrscheinlich haben Sie es da selber gelesen. Ich zitiere mal von der Webseite. Unter Safer-Use-Regeln. Wenn du bewusstseinsverändernde Substanzen konsumierst, solltest du dies in einer für dich angenehmen Atmosphäre tun. Der Konsum von illegalen Substanzen sollte ein Ausnahmeerlebnis sein. Konsumiere nicht allein, sondern habe möglichst eine nüchterne Person dabei. Können Sie sich eine solche Szene unter 9- oder 10-Klässlern vorstellen? Mischt ihr euch mal was Schönes und ich bleibe heute nüchtern, ich bringe euch dann sicher heim? Nein, natürlich kann man das nicht. Aber die Tipps machen eins deutlich, sie denken sich eben inhaltlich völlig mit der Aussage des Schülers. Die Internetseite zeigt aber noch was, und auch das haben Sie erwähnt, die eigentliche Zielgruppe des Vereins sind nämlich Personen, die bereits mit Drogen in Kontakt gekommen sind. Und ich möchte die Kompetenz des Vereins, stelle ich überhaupt nicht in Frage, aber hören Sie mal zu, wie es weitergeht. Das, was also ursprünglich für Volljährige konzipiert wurde, findet nun oder hat an der Schule stattgefunden, zumindest partiell. Auf die Problematik angesprochen, erklärt der ODSC-Projektleiter, dass er eine andere Art der Prävention vermittle. Und zwar ganz bewusst im Hinblick auf die Ereignisse in der Flintbeker Schule. Ein Blick in die wissenschaftliche Diskussion in diesem Bereich macht deutlich, was damit gemeint ist. Prävention soll ersetzt werden durch Drogenmündigkeit. Einige Experten sprechen dann auch nicht von illegalen Drogen, sondern von illegalisierten Drogen, von einer Emanzipation der Konsumenten gegenüber dem Staat und von einem längst überfälligen, notwendigen Paradigmenwechsel. Und dieser lautet Akzeptanz statt Abstinenz. Da verwundert es dann schon, dass man aus Kreisen der FDP hört, dass das Projekt eine sinnvolle Ergänzung zur schulischen Präventionarbeit sein könne. Ja, das könnte es sein, aber doch nicht in der Schule. Es gehört doch deswegen nicht in die Schule. Und zwar aus einem guten Grund, weil es dem Drogenkonsum den Anstrich des Normalen gibt. Dann nützt es auch wenig, wenn dann auf der Internetseite fettgedruckter Hinweis steht, diese Informationen sind nicht als Motivation zum Drogenkonsum gedacht. Stellen Sie sich bitte vor, das lesen Ihre Kinder, Ihre 9- und 10-Klässler. Dann sagen die, oh, ist gar nicht gedacht, oh, Entschuldigung, bin ich ja verbotenerweise auf diese Internetseite gegangen.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, mit der Koordinationsstelle schulische Suchtvorbeugung, der Landesstelle gegen Suchtfragen, mit den Angeboten vieler weiterer Beratungsstellen in Schleswig-Holstein sind wir in Sachen Suchtvorbeugung insgesamt gesehen mit Sicherheit gut aufgestellt. Aber die Vorkommnisse in Flintbek haben unabhängig davon gezeigt, dass Vorsicht geboten ist. Die Gefahr des propagierten Paradigmenwechsels besteht ganz real. Nochmal, was bisher galt, Aufklärung, Warnung, Jugendliche stark gegen Drogen machen, soll jetzt ersetzt werden durch Drogenmündigkeit und Akzeptanz. Gut, dass der Flintbeker Schüler kritisch war und reagiert hat. Und wir sollten den Vorfall zumindest als Warnsignal sehen und in Zukunft genauer hinsehen, welche Art von Drogenprävention durch wen an der Schule, mit welcher Zielgruppe und ursprünglichen Intention durchgeführt wird. Und, meine Damen und Herren, wir sollten uns in unserer Auffassung, was gute Präventionsarbeit ausmacht, nicht verunsichern lassen. Keine Macht in Drogen hat hierfür klare Worte gefunden. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis. Präventive Maßnahmen vermitteln Kindern und Jugendlichen, dass das Leben auf andere Weise als durch Suchtmittelkonsum interessant und lebenswert gestaltet werden kann. Dem ist mit Sicherheit nichts hinzuzufügen. Und Sie haben gesehen, dass mir das Thema sehr wichtig ist. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.